Promi-Geflüster, Fasnetzgeflüster, Teil 7. Wir sind wieder unterwegs. Die närrische Zeit mitten im Höhepunkt eigentlich, wenn nicht Corona wäre. Deswegen ist es recht still geworden und wir stellen die Faschings- und Fasnetzvereine und Zünfte hier bei uns vor, auf YouTube, auf Facebook. Und natürlich könnt ihr auch ein bisschen hier was erfahren, Wissenswertes über die Fasnet hier im Lande, im Ländle Baden-Württemberg. Wir sind da schwäbisch-alemannisch eingestellt und wir sind heute nochmal im Zollern Albkreis, ganz genau in Geislingen bei Balingen. Und den Matthias, den habe ich jetzt neben mir. Servus, hallo. Hallo, hallo Frank, grüße dich. Bisschen mit Abstand, so wie es ist gehört in der Corona-Zeit. Jawohl. Und schön, dass wir hier sein dürfen. Jawohl. Und du ein bisschen was über uns, über deine Zunft, über eure Zunft, über eure Figuren. Ich glaube, drei sind sogar, die ihr habt, gell? Wir haben drei Narrenfiguren, ja. Ja. Darfst du doch ein ganz kleines bisschen hören? Okay. Genau. Darfst du ein bisschen was erzählen, die Geschichte, was da dazu gehört? Fang einfach mal an. Ja, also erstmal will ich dich, Frank, und dein Team natürlich recht herzlich willkommen heißen, natürlich in der Sonnenstadt in Geislingen, die schönste Stadt im Zollern Albkreis, würde ich mal sagen. Danke, dass du gekommen bist. Wir sind hier im Narrenstüble in Geislingen. Das Narrenstüble ist vor 7-8 Jahren gebaut worden, in meiste Eigenleistung von uns, von der Narren und vom Zunfträte. Und ja, es war früher ein alter Bauhof, wir haben den komplett umgestaltet ins Narrenstüble. Wir haben oben Jugendraum und einen Sitzungsraum, Toilette und so weiter. Und hier befinden wir uns gerade im Wirtschaftsraum. Mhm. Ja, und zur Narren, wir haben drei Narrenfiguren, das ist zum einen der Pelzrutscher, zum anderen der Spandale und dann haben wir noch neu dazu, ich komme, das Schopfleweible. Schopfleweible, sehr gut. Wird Stube, sagst du, da muss man ja was trinken. Ich habe sogar von unserem Sponsor heute ein bisschen wieder was mitgebracht. Ah, denn es geht ja nachher um ein Quiz, wo es darum geht, ein Festle Bier zu gewinnen. Mhm. Sei es, wenn wir jetzt das Wochenquiz sozusagen gegen die Kollegen aus Biesingen, okay, die Butzer, Biesinger Butzer, wenn er da gewinnt, dann gibt es so 20 Liter Fässle und wenn es sogar die beste Punktzahl gibt, dann sogar 50 Liter Fässle. Und ich würde sagen, wir machen doch mal, da können wir uns auf. Ja, das ist nicht umsonst da. Darf die Kamera ruhig mal ran. Ganz genau. Ein helles. Ein Bier von mir. Genau, richtig, so ist es. Es gibt auch das Matzen, was wir da noch dabei haben. Genau. Und der Hels, ganz klar. Das Bier von der Familienbrauerei Schimpf. Ja, was ich nur dazu sagen darf, das ist mein Vorstandskollege, also der zweite Vorstand von der Narrenzunft, hier der Simon Schleich. Und wir haben vorher, oder habe ich vergessen zu sagen, also wir haben drei Narrenfiguren, aber wir haben noch der Zimmermannsgild ist bei uns noch dabei. Das Ballett gehört auch noch zur Geislinger Narrenzunft dazu. Also, die sind zwar nicht die Narrenfigur, aber sie gehört auch zur Narrenzunft dazu. Prima. Und jetzt probieren wir mal das Bier. Probieren wir mal, genau. Würde ich auch sagen. Dann also, würde ich sagen, zum Wohl. Zum Wohl. Prima. Die Zunft oder der Verein selber, wie lange gibt es den jetzt schon? Der Verein wurde gegründet am Februar 1959. Okay. Und dann ist es entstanden 1960, also 1960. Da sind dann die ersten Narrenfiguren. Mit Anfang hat es mit Pelzrutscher. Und dann später ist der Schönnarr, der Spandale dazugekommen. Und dann natürlich viel später jetzt das Schopfleweible. Wie lange haben wir das ungefähr, Simon? Ah, 6 Jahre. 6 Jahre. 5, 6 Jahre. So. Du hast da so schöne Figuren da rum. Ja. Gehören die da dazu? Die gehören dazu, das ist richtig, jawohl. Das ist der Pelzrutscher. Mhm. Und das ist die Glattmaske, der Spandale. Okay, und der hat auch, glaube ich, wenn ich so richtig schon gesehen habe, Schalter dran, oder? Der hat Schalter dran, der Pelzrutscher hat auch Schalter dran. Kletterrasen, das Gestell ist das beim Pelzrutscher, aber da kommen wir noch später. Da kommen wir noch später dazu, genau. Ja. Denn es wäre eigentlich schön, wenn man doch auch so ein paar Figuren da hätte. Meinst du? Das wäre schön, aber ich höre da gerade. Irgendwie hört man was, oder? Ja. Da schaltet es doch. Heide. Tatsächlich haben wir noch einen. Hallo!
Schön, hallo. Schön, dass du da bist und machst einen heiden Lärm. Genau. Ja. Also, da darf ich Sie gar nicht da. Genau. Ich muss gar mal gucken an der Nummer. Aha, das ist die 43, das müsste die UTH sein. Mhm. Ich bin bei uns im Verein super Mitglied, also muss ich echt sagen, dankbar muss ich ihr sein. Sie macht viel, sie tut viel. Sie ist auch fürs Hess zuständig. Mhm. Also jetzt darf man mal auf einmal der Pelz, das ist der Pelzrutscher, den ich mal vorstelle. Der Pelzrutscher ist ein Ungeheuer mit einem kettelrassenden Geschell. Also der hat früher im Schloss, hat ja. sein Unwesen getrieben bei uns in Geisingen im Schloss. Und das, das Feld ist ein Geißelfeld, das soll das Zuttelige sein, also das Zuttelige genau. Und das Gewand, was er auch hat, ist das Geisinger Wappen. Das soll das Geisinger Wappen darstellen. Okay, rot, weiß, genau. Das sieht man so auch, richtig. Und ganz wichtig bei uns, was dazugehört, schwarze Schuhe und die weiße Handschuhe. Ja, sehr schön. So dass man keine Haut sieht. Genau. Und da gibt es, glaube ich, da sogar auch einen Narrenmarsch dazu, oder? Da gibt es einen Geislinger Narrenmarsch. Dann gibt es einen Geislinger Narrenmarsch, ja, richtig, ja. Ja. Und dann muss man da auch entsprechend den Schritt drauf machen. Ja. Bei uns wird auf links gehüpft. Und so wird quasi der ganze Umzug dann durch. Genau. Ist das auch anstrengend, wenn man da so die ganze Zeit hüpfen muss? Was sagt Ute da dazu? Ute, du darfst auch schwätzen. Ja. Da musst du bloß das Mikrofon anheben, sonst wird es verhört. Das ist zum Teil schon anstrengend. Wenn die Wege steil und lang sind, dann ist das mit der Zeit schon anstrengend. Ja. Okay. Das stimmt. Ja, was ist so die längste Strecke gewesen, die noch schon gelaufen sind? Wie viele Kilometer? Also wir sind, meines Erachtens sind wir schon fast 4-5 Kilometer mal gelaufen. Ja. Also es war noch richtig anstrengend. Und wenn wir es immer richtig drauf haben, wenn es alles richtig schön verwischen, laufen wir die 4 Kilometer am Stück, also ohne Pause. Okay. Und da wird dann schon viel abverlangt danach, aber da tut es auch. Und da wird danach auch belohnt, über Bierli oder so. Gell? Sehr gut. Also das Fels, haben wir gesagt, ist was Besonderes, gell? Und hat er noch was in der Hand? Ich meine, manchmal verteidet sie ja, was man sieht, Brezel, Wurst oder sonst was. Haben die da was? Nein, das bei uns die Narren haben nichts in der Hand, aber die Zunfträte bei uns, die haben zum Beispiel Bombole dabei. Und dann der Schönauer, wo wir nachher noch dazukommen, der Spandale, der hat auch Bombole dabei. Dann hast du noch ein paar Kompanien mitgebracht, oder? Ich habe welche mitgebracht. Also, dann machen wir doch mal schön so, wie es aussieht, sind wir noch da. Ja, also da kommt jetzt der Spandale. Das ist auch ein schöner, das ist ein Weißnauer. Das ist eine Blattmaske, schön Name. Beim Spandale, da kommt der Name. Wir sagen, also ich kenne der Ursprung so, hat in Geising haben wir früher für die Schuhmacher gehabt und da kommt das Sandale, von dem Namen Sandale kommt der Spandale her. Die einer sagen, sie hat eine Familie gegeben, wo der Name Sandale nicht richtig aussprechen können, die haben Spandale dann gesagt. Und daher kommt unser Name in Geisingen, also wir sind auch bekannt als Spandale. Okay. Und wenn man sieht, ich muss gar gucken, was ist das für eine Nummer? Ah, das ist der Gunnar Sieber, Gunnar Bertimarschen. Da ist hinter ist quasi der Sandale drauf. Ja. Die Maske ist eine Glattmaske. Dann haben wir vorne auf dem Oberteil ist immer das Bild vom Schloss, von unserem Schloss drauf. Seitlich sind der Gerd vom Kirchentischer zum Beispiel drauf. Der Freiherr von Buberhofer und unter ist die Kirche drauf. Also beim Spandale ist es meistens so, die dann selber, also wo dann tragen, wenn sie dann auch selber kreieren. Okay. Bloß, es muss natürlich schon die Zacke, das ist natürlich wie die Zacke wie beim Pelzrutscher. Ja, ja. Was aber als Waffe dann zeigt. Waffe von Geisingen zeigt. Ja. Ja, und da hat er einen Lederriemen mit Geschell dran. Mhm. Wie schwer ist denn so das Geschell? Wie schwer ist das Ganze? Um knapp 30 Kilo. Das ist anstrengend, ja. Das ist anstrengend. Ja. Wahnsinn. Und mit dem Bemalen, wer macht das? Wer macht die schöne Kunst? Wer kriegt das? Also wir haben private, wo es machen überwiegend. Und zum Teil haben wir jetzt auch, wo die es tragen wollen, die zeichnen selber. Mhm. Also wir haben, ja, es ist unterschiedlich bei uns, aber ich meine, da gehört viel dazu, zum das zu machen. Ist ein Riese. Also, wenn man mit der Kamera vielleicht nochmal geschwind rankommt, das ist ja wirklich ein Kunststück, wenn man das da sieht, was da schon drauf gemacht ist, das ist ja Wahnsinn.
Arthrose mal. Also es war auch nicht bloß so kurz jetzt, kurzer Bild mal, das ist schon über längere Zeit. Genau, wunderbar, Wahnsinn. Und dazu gehören natürlich auch die schwarzen Schuhe bei uns und die weißen Handschuhe. Prima, sehr gut. Toll. Gut, und nochmal, ich sage herzlichen Dank. Danke auch. Und glückselige Phasen in dem Fall, gell? Dann haben wir noch eine dritte Figur, gell? Dann haben wir noch eine dritte Figur. Das ist unser Schopfnerweibli, neu gegründet, wo wir eigentlich ganz stolz sind drauf. Es ist eine ganz besondere Figur, natürlich sind wir auf alle drei stolz, ganz klar. Aber das... Naro! Ja, da sind wir das Schopfleweibli, das ist, so wie ich sehe, die Andrea Beiter. Sie ist bei uns auch, fürs Häs. Sie ist fürs Häs zuständig bei uns. Also Häs-Kontrolle macht sie, Maskenkontrolle, wenn ein neuer Narr kommt, also neue Figur oder... ein Mitglied neu machen, dann guckt sie oder nehmen sie ab. Mhm. Das ist alles in Ordnung. Beim Schopfleweibli ist so, das war früher, wenn der Adel, so die Mitarbeiter, und das war der arme Weibli, die haben ihr Holz, ihr Essen selber irgendwie zusammensuchen müssen. Und die sind da bei uns im Schopflerwald, in Geisingen gibt es einen Schopflerwald, da haben sie ihr Reisig und ihre Äste zusammen gesammelt, dass sie warm sind und so, und das war meistens war so ein bisschen alte, sturige Weible, und da haben wir, davor kommt auch ein Spruch, da haben wir zusammen zu mir als Kleinkind schon gesagt, wenn du gut tust, dann kommt das Schopfleweible zu dir. Okay. Und daher ist die Figur auch entstanden. Ja. Das Gewand ist mit dem Schopfleweible aus Leine, so wie man es früher gehört hat. Natürlich vorne sieht man auch wieder das Schloss. Schlossmotive drauf, die Zacke sieht man, haben wir da hineingehört, das Wappen von Geisingen darstellen soll. Ja, und einfach das Kopftuch ist ein Ortsfarbe und die Haare so laut als Baby darstellen. Ja. Und dann haben Sie auch einen Korb dabei und dann haben wir dann auch Bombole verteilt. Die Schopfleweibli dann auch Bombole verteilen. Ja, sehr gut. Ja. Und wieder die schwarze Schuhe und beim Schopfleweibli sind es die schwarzen Handschuhe. Sehr schön, toll. Dann haben wir doch alle drei Figuren. Ja. Mal kennengelernt. Sehr schön. Gut, danke. Herzlichen Dank. Genau. Jo, soweit mal da dazu. Ja. Sind aber alles liebe Figuren, oder? Das sind, der Wölzscher soll ein bisschen ungeheuer darstellen, aber es sind alles liebe Figuren. Da trägt die Zeit und drunter sind auf jeden Fall liebe Leute. Das sowieso, da kann man alles davon, genau. Ja, also trägt keiner jetzt irgendwelchen Schabernack, so wie man es bei manchen Hexen vielleicht kennt, oder? Nein, bei uns ist ja die Narra, die Pelzrutsche auf jeden Fall, die Spandale, die laufen alle in einer Spur, da geht auch niemand raus. Jetzt bei der Schopfleweibli, die darf sich ein bisschen freier bewegen. Okay, gut. Das klingt doch alles sehr, sehr gut. Jetzt, wenn ich so auf die Uhr gucke, kommt man eigentlich mal langsam zum Quiz. Aber da trinken wir zuerst noch einen Schluck. Da trinken wir gleich noch einen Schluck, genau. Aber jetzt kriegen wir uns trockene Lippen. Und schließlich geht es ja darum, dass wir hier. Jetzt mein Ding. Genau. Fangen wir doch gleich mal an mit der ersten Frage. Wenn wir ein bisschen aufpasst haben. Na, ist das gar kein Problem von der letzten Folge. Welches Jubiläum können die Feuerhexen Dalingen in diesem Jahr nicht feiern? 15? Ja, ich habe es sehr schön überlegt, zwischen 15 und 20, aber es sind natürlich die 20 Jahre, es sind eine runde Zahl, hätten sie viele Feuer. Die machen auch, hoffe ich doch, dass es nächstes Jahr feiern können und wir auch, da werden sie 20 plus 1 feiern. Genau, das war es. Tut mir leid für die Feuerhexe Dalingen, aber. Da gibt es jetzt schon mal 5 Punkte dafür. Da gibt es auch 10. Die 10-Punkte-Frage hätten wir jetzt hier. Geht auch nochmal um die Feuerhexen. Badingen, die haben ja das Jahr dann nochmal eine Figur ins Leben gerufen. Da gibt es entweder der Gerber, Korbmacher oder der Schneider. Das ist natürlich der Gerber. Badingen ist bekannt für Gerber, ganz klar. Und, genau, wollen wir es jetzt auch nicht zu schwer. Ja, genau. So, das nächste. Also haben wir 15 Punkte schon. Die nächste gibt 15 Punkte, wenn du das weißt. Narrenruf. Welcher Narrenruf gehört zur Narrenzunft Riedlingen dazu? Entweder Bogaraule, Gole, Hatterie, Hattero, Hass sowieso. Die drei Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Ich darf ja unseren. Ja, dann. Simon? B. B? Also, ich muss sagen, ich hätte jetzt Angst, aber ich sage B. Hervorragend, genau. Wir hätten ja noch der Telefon.
Joe Bono. Nein, den haben wir heute nicht dabei. Schade. Damit haben wir schon mal 30 Punkte. Okay. Dann kommen wir zur nächsten. Dann geht es gerade nochmal um den Gohle. Gohle erblickte in welchem Jahr, der neue Gohle vor allem, genau, der neue Gohle erblickte wann das Licht der Welt? 1890, 1954, 2001. Simon, ich sage 2001. Hätte ich auch, also die Geschwindigkeit zwischen B und C habe ich C. Wir nehmen C. C ist in diesem Fall leider die falsche Antwort. 1870 entstand der Maskenkopf des alten Gohle, der früher manchmal auch Lumpengohle genannt wurde. Und 1890 folgte dann der neue Gohle, wie man ihn hier im Bild sieht. Okay, auch schön, ja. Dann bleiben wir gerade da nochmal. Ne, jetzt gehen wir nach Bad Dürrheim. Das heißeste Salzhansel aus Bad Dürrheim. Besteht aus 800 bis 1000 bestickte Plätzle, Fleckle, Säckle oder Leiterflicken. Säckle B. Jawohl. Auch da, ja, da haben wir Beweisfoto. Da, genau. Ja, da kommen wir oft öfters hin im Umzug. Wenn wir ja. Hervorragend. Soll jetzt auch nicht alles so schwer sein. Ich meine, wenn es Profis sind, ja, kennen sie aus. Ist klar. Gerade wenn man viel rumkommt, na, achtet man da schon drauf. Also, dann haben wir die Hauptfrage 50. Okay. Und die andere waren 30 insgesamt. Da sind wir bei 80 Punkte bislang. Okay. Wie jetzt das Ganze ausgeht, das müssen wir noch abwarten, was der Verein gestern richtig macht. Ja, wir hoffen, du schwer auf das Festle. Also genau, richtig. Das Große. Also, wie gesagt, man hat gesagt, die Punkte alleine sind sie jetzt nicht mehr. Ganz zum Schluss macht dann auch noch die Klicks und Likes und die Views. Also, wenn es viele einschaltet, da müsstet ihr natürlich jetzt eure Fans und eure Mitglieder mobilisieren, dass sie kräftig auf YouTube und auf Facebook liken und teilen und kommentieren und alles, was so drumherum gehört heutzutage, genau. Okay. Und das kann auch noch sein, dass es vielleicht dann das noch das Entscheidende ist. Man weiß es nicht. Das lassen wir so von zukommen. So ist es. Ja. Also, jo, Veranstaltungen übers Jahr hinweg oder beziehungsweise was wäre angestanden, wenn wir jetzt also wir nicht haben, Corona wären? Wir haben so als erste Woche im Januar meistens ist immer das ist der Showtanz und der Brauchtumsabend bei uns. Und dann geht es bei uns dann weiter die Prunksitzung. Also das ist was Saalfasnet, wird wenig mit verschiedenen Bitten, ist sehr interessant. Verschiedene Bitten sind da dabei, Auftritte von unserem Ballett, Tänzer, ein Chor ist immer dabei, also richtig interessant. Und dann geht es eigentlich zur richtigen Phase über, schmutziger. Fangt es an, da wir morgens die Schülerbefreiung machen im Kindergarten. Wir fangen an in der Schule, Entschuldigung. Dann gehen wir in den Kindergarten, dann stürmen wir das Rathaus, entlassen den Bürgermeister und da gehen wir ins Altersheim noch. Und ganz traditionell bei uns ist am schmutzigen Donnerstag das Nachblättchen austragen. Das haben wir normalerweise in verschiedene Haushalte, dann die ganze Haushalt, tun wir es austeilen. Ja. Und dann Freitag ist meistens früh, fast Samstag, da ist dann ein großer Umzug, bunter Umzug bei uns. Also ist ein wunderschöner Umzug mit verschiedenen Gruppen, viele Privatgruppen sind da dabei, also kleine Vereine, meistens auch kleine Kameradschaften. Also wir haben meistens so 60, 70 Gruppen, aber das sind zwischen 5 und 20 Teilnehmer meistens dabei. Also richtig interessant. Ja, und am Fasnet Sonntag, da ist dann auch wieder meistens Pause. Und am Rosenmontag, da gehen wir von der Zunft aus immer machen wir einen weiteren Ausflug. Da sind wir meistens im Schwarzwald, die Gegend, zu Umzügen. Ja, und dann am Dienstag ist Kinderphase bei uns in der TSV-Halle. Ja, das ist ein buntes Programm, also für die Kinder, schönes Programm gemacht immer, wirklich auch interessant. Ja, und dann am Mittwoch ist traditionell unser Schneckenessen hier drin. Okay. Da haben wir unsere Mitglieder bekochen mit Schnecken, mit Kalamaris und so weiter. Ja. Rausch gibt es für uns nicht mehr. Einfach die Phase ausklingen lassen. Genau, so wie es sich gehört. Ja.
Ja, und dann kommt die große Fastenzeit, die dann bis Ostern ansteht. Ja, genau, richtig. Ja, der Narrenmarsch, den es ja bei euch auch gibt, was kann man da noch dazu sagen? Wie ist der entstanden oder wie lange gibt es denn schon? Der Narrenmarsch gibt es, die Jahreszeitweise sind, aber es gibt es schon länger. Mhm. Er wurde komponiert damals von Manfred Renner und geschrieben. Und ja, wir können dann bestimmt noch einmal einspielen lassen. Also schon ein schöner Marsch, den wir da haben. Ist es jetzt dann nur die Melodie, die es da dazu gibt, oder ist da ein Text bekannt? Da gibt es einen Text dazu. Mhm. Der Text hat 4 Strophen. Okay. Ja, aber Sänger wird das jetzt gerade nicht dürfen. Das muss auch nicht sein. Ja. Okay, aber den kann man dann irgendwo bestimmt auch finden. Den kriegt er da. Genau, sehr gut. Ja, wunderbar. Ich glaube, dann haben wir doch schon ein bisschen was erfahren. Highlights, wie gesagt, ihr hattet dann, wenn ihr es jetzt so richtig dann zurückrechnet, dann letztes Jahr eigentlich eher Kleinsfest oder vor 2. Wir haben letztes Jahr unser großes, also das große Ringtreffen vom Nahen Freundschaftsring, da waren wir Ausrichter in Geislingen das letzte Jahr. Also noch kurz vor Corona hat es uns noch gereicht. Das war also Friesenfest, wir haben 4.500 bis 5.000 Narren da gehabt. Ja. Oder 3.000, 4.000 Narren, 4.000, 5.000 Zuschauer. Also das wird ja jedes Jahr irgendwo anders ausgeführt, das Ringtreffen. Und letztes Jahr waren wir dran. Ist mit viel Arbeit verbunden, aber es lohnt sich und ist eine wirklich schöne Sache. Ja, wenn man natürlich 3 Figuren hat in so einem Verein, dann denke ich mal, ist doch bestimmt auch die Anzahl an Mitgliedern sehr groß, oder? Ja, da sind wir ganz stolz drauf. Also wir sind in den Knights of Geising hat 800 Mitglieder, davon sind 400 aktiv und mit den 800 Mitgliedern gehören wir zu der größten Zunft im Narren Freundschaftsring zur Alp. Ja. Das gibt ja. Noch ein schönes Bild, gerade wenn man. Das gibt ein super Bild, ja. Da stellt es am Tor immer noch auf, wenn man das. Ja. Und mit Nachwuchsproblemen oder? Haben wir eigentlich kein Problem. Mhm. Nee. Bei uns kommen der Nachwuchs schon mal vom Ballett, kommen viele Mädels dazu. Und dann, ja, die kommen mit der Älteren, die bringen alle die Jungen eigentlich so mit, Jungs und Mädels. Wir haben da auch noch was, Garde oder sowas? Wir haben eine Garde, wir haben 2 Tanzgarden, eine kleine und eine große Tanzgarde. Und dann haben wir 3 Showtanzballetts, das sind kleine, also mittlere haben wir auch und die ganz große. Ja. Und die sind, muss ich echt sagen, die sind eifrig dabei, die trainieren, haben bis zum Schluss jetzt trainiert, die waren schon richtig im Saft und alles, aber ich leider jetzt durch das, müsste Pause machen. Ja. Und dann ist ja natürlich so, denke ich mal, Fasnet ist ja nicht nur in der Zeit, wo ihr was macht, ja auch wie alle anderen Vereine machen, bestimmt in einem Jahr aus, eine oder andere. Ja, wir machen zum Teil dann Ausflug oder was bei uns nach der Phase ist, ein großes Helferfest haben wir immer mit unseren Mitgliedern, die wir geholfen haben. Und ein Ausflug steht immer da, man macht so privat mal ein Festle. Also es ist immer was, wo die Jugend macht auch viel, den Europapark oder nach Tripstri. Also es ist immer was Bote bei uns. So soll es sein. Ja. Jetzt hast du das Glas leer, haben wir noch ein Stück. Das können wir das letzte Mal nochmal ausstoßen. Und dann recht herzlichen Dank, dass wir da sein durften und ein bisschen was erfahren haben. Ja. Auf alle Fälle wieder eine Bereicherung. Und unsere nächsten Vereine sollen unbedingt gut aufpassen. Die eine oder andere Frage habe ich schon wieder im Hinterkopf, die wir dann stellen können dazu. Also Matthias, zum Wohl. Zum Wohl. Sehr gut. Und abschließend vielleicht noch einmal der Narrenruf, da können die ruhig hin, wir haben es ja noch so im Hintergrund, wer es hört, noch mitschreien. Also bei uns heißt es, auf die Geislinger Phase, 3 Kräftige, Nari! Naro! Nari! Naro! Nari! Naro! Dankeschön.